CDU-CSU-Fraktion hat jetzt Axel E. Fischer das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Kompliment. Kompliment an die Bundesregierung für diesen Haushaltsentwurf für den Bundeshaushalt 2017, der in guter Zusammenarbeit der verschiedenen Ministerien, vor allem unter Führung des Finanzministeriums, zusammengefasst wurde. Kompliment aber auch an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales für eine gute Zusammenarbeit, für einen Entwurf für den Einzelplan 11 zum Thema Arbeit und Soziales, der für uns in der Haushaltsberatung gar nicht so großen Änderungsspielraum ergeben hat, weil wir schon im Vorfeld in einer guten Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU-CSU-Fraktion und der SPD-Fraktion die Dinge vorbereiten konnten und wir jetzt natürlich diesen Haushaltsentwurf der Bundesregierung noch ein bisschen besser machen werden. Dieser Entwurf, den wir heute diskutieren, zeigt deutlich die Früchte der von der Großen Koalition eingeleiteten Modernisierung am Arbeitsmarkt und im Bereich sozialer Sicherung. Er ist zukunftsgerichtet. Er zeichnet Wege zur besseren Teilhabe behinderter Menschen sowie die Bewältigung der durch die Flüchtlingsströme einhergehenden Integrationsbedarfs auf. Zugleich ist er ein weiterer Schritt zur Fortsetzung des Konsolidierungspfades, den Finanzminister Schäuble mit überwiegender Wirtschafts- und nach überwundener Wirtschafts- und Finanzkrise eingeleitet und vor allem durchgehalten hat. Und das war nicht einfach. Deshalb auch mein Glückwunsch an Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble. Ein paar Zahlen müssen sein, das gehört einfach mit dazu. Der Sollansatz für den Einzelplan 11 für das kommende Jahr lag bei den Ausgaben bei 138,6 Milliarden Euro. Wir konnten jetzt in der Einzelplanberatung auf 137,6 Milliarden Euro kommen. Das sind 42% der gesamten Ausgaben des Bundes im kommenden Jahr. Meine Damen und Herren, diese Mittel sollen für Hartz IV, für die Leistungen für Eingliederung in Arbeit, für die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Verpflegung, für Zuschüsse zur Rentenversicherung, für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie für die Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung im kommenden Jahr ausgegeben werden. Aus dem parlamentarischen Verfahren ergibt sich damit gegenüber dem Regierungsentwurf eine Absenkung um rund 1 Milliarde Euro. Das ist unser Beitrag für einen ausgeglichenen Bundeshaushalt, für eine verantwortungsvolle Ausgabenpolitik ohne Neuverschuldung, mit der wir finanzielle Lasten heute ausgleichen und sie eben nicht einseitig auf die jüngere Bevölkerungsanteil und deren Nachkommen abwälzen. Dass dies möglich geworden ist, liegt vor allem an zwei Faktoren. Einerseits brummt der Arbeitsmarkt, der Kollege Mattfeld hat darauf schon hingewiesen, und andererseits verursachen die Flüchtlinge deutlich weniger Kosten als bislang angenommen. Zum Arbeitsmarkt, auch dank der guten Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre und natürlich auch, das muss man offen ansprechen, des freundlichen Zinsumfelds ist die Zahl der Erwerbstätigen auf das Rekordniveau von knapp 44 Millionen gestiegen. Allein in den vergangenen 3 Jahren stieg die Zahl der Erwerbstätigen um weit über 1 Million Menschen von 42,5 Millionen im September 2013 auf nunmehr 43,7 Millionen. Und der Ausblick für die weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt ist auch weiterhin gut. Nach den aktuellen Erwartungen der Bundesregierung aus der Herbstprojektion wird die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2017 bis auf 44 Millionen Menschen ansteigen. Das ist doch was. Die positive Entwicklung resultiert aber allein aus dem Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in den letzten 3 Jahren um 1,7 Millionen angewachsen ist. Dies kann nicht deutlich genug hervorgehoben werden. Denn nur allzu oft höre ich auch hier im Hause, wie vorhin auch mehrfach schon, ungerechtfertigte Klagen über vermeintliche Fehlentwicklungen am Arbeitsmarkt. Diese sind aber derzeit überhaupt nicht angebracht. Im Gegenteil, spiegelbildlich zu den neuen Beschäftigungsrekorden
ist selbstverständlich auch die Arbeitslosigkeit gesunken, wenn auch nicht in gleichem Umfang. Aber im Oktober diesen Jahres lag die Arbeitslosigkeit mit 2,5 Millionen auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung und ist in den letzten 3 Jahren um 260.000 gesunken. Auch hier sind die weiteren Aussichten derzeit rosig. Wir gehen von einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit um 100.000 Personen im Jahr 2016 aus. Meine Damen und Herren, angesichts dieser positiven Entwicklungen konnten wir in unseren Haushaltsberatungen in den vergangenen Wochen deutlich weniger Ausgaben für Arbeitslose veranschlagen, als noch im Regierungsentwurf vorgesehen war. Im Gegenzug haben wir die Mittel für das Bundesprogramm Soziale Teilhabe, das insbesondere auf die Integration arbeitsmarktferner Personen ausgerichtet ist, um weitere 150 Millionen Euro auf 300 Millionen Euro für das nächste Jahr verdoppeln. Damit haben wir ein Zeichen für die Integration von Langzeitarbeitslosen gesetzt. Auch wenn jemand lange arbeitslos war, wer den Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt finden will, dem helfen wir dabei. Wir unterstützen ihn nach Kräften. Wollen muss er aber selbst. Meine Damen und Herren, damit komme ich zum zweiten Faktor, der uns die Einsparungen ermöglicht hat. Die seit der Schließung der Balkanroute im März 2016 und dem EU-Türkei-Abkommen Ende März 2016 deutlich gebremste Flüchtlingszuwanderung im Regierungsentwurf vom Frühjahr, als man noch von 400.000 Flüchtlingen für 2017 ausgegangen war, waren noch Flüchtlingsmehrbedarfe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro gegenüber dem alten Finanzplan für das Gesamtbudget SGB II vorgesehen. Aufgrund der neuen Annahme von Flüchtlingszuwanderung ist der Bedarf natürlich nach unten angepasst worden. Nunmehr werden 900 Millionen Euro zur Entlastung der Kommunen und Länder zur Übernahme flüchtlingsbedingter Kosten der Unterkunft bereitgestellt. Meine Damen und Herren, der brummende Arbeitsmarkt sowie die insgesamt positive wirtschaftlichen Eckdaten haben sich auch bei den Zuschüssen zur Rentenversicherung bemerkbar gemacht. Trotz erheblicher Rentenerhöhungen im Sommer konnten wir im Saldo die Ausgaben hier um rund 150 Millionen Euro verringern. Auch der Ansatz für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung konnten wir um gut 40 Millionen Euro vermindern. Vorgesehen sind jetzt an Leistungen an die Rentenversicherung von gut 91 Milliarden Euro sowie gut 7 Milliarden Euro an Entlastung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Zusammen sind das rund 30% der vorgesehenen Ausgaben des Bundes oder fast jeder dritte Euro, den wir im kommenden Jahr für Rente und Grundsicherung ausgeben werden. Das ist doch neben den enormen Beitragsleistungen der Arbeitnehmer eine sehr beachtliche Leistung des aktiven Bevölkerungsanteils für das Wohlergehen der älteren Generation in unserem Land, den man durchaus würdigen sollte. Meine Damen und Herren, bei den Beratungen haben wir über andere Einsparpotenziale gesprochen, wie zum Beispiel auch bei der Datenverarbeitung. In Zukunft sollten wir uns auch über neue Finanzierungsformen Gedanken machen. Die klassische Form des Kaufes könnte mit alternativen Preismodellen verglichen werden. Aus Unternehmen gibt es Beispiele, die zeigen, dass eine Kostensenkung im Bereich der IT-Bereitstellung durchaus erreichbar sein könnte. Darüber hinaus haben wir gemeinsam dafür gesorgt, dass wir die Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen stärken. Wir haben strukturell Änderungen vorgenommen, weil wir glauben, dass dies eine wichtige Aufgabe ist, die durchgeführt werden muss. Ich danke hier allen Berichterstattern, weil wir das im Konsens gemacht haben, über alle Fraktionen hinweg. Zum Abschluss möchte ich Dank sagen an Ekin Deliköz, die als Hauptberichterstatterin die Hauptarbeit getragen hat in der Vorbereitung auch unserer Sitzungen, an meinen Freund und Kollegen Ewald Schurer und auch an Gesine Lötzsch. Gemeinsam haben wir, glaube ich, eine gute, faire Beratung geführt. Und ich bin sicher, dass dieser Haushalt eine gute Richtung für das kommende Jahr geben wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und jetzt hat Edwald Schurer, SPD-Fraktion, die